Ja, ich nicht. Bei dir nicht auch schon standardmäßig die blauen? Nee. Nee. Na, okay. Nee. Hätte es sein können. Die Musik ist so entspannend. Du hast recht. So richtige Relax-Musik. Der mit seiner Semi-Unsichtbarkeit. Was ist denn mit dem? Bleib doch mal stehen. Der war schon mal blau. Also. Geht doch. Entschuldigen Sie, haben Sie noch Schulden offen? Ja, wir sind nämlich die Schuldeneintreiber. Upsa. Okay. Wo ist der denn gelandet? Lauf mal in die nächste Party. Okay, das tat weh. Drei Stück. Ganz schöne Meute hier, alter Schwede. Kommen die anderen auch mit dazu? Eie. Huch. So, zieh mal die Akku auf dich, dann kann ich mal hier ein bisschen mit Klee. So nicht. Ja, hat das sich so gedacht.
Holy shit. Na, wenigstens war ein lilanes dabei. Matsutake. Hat er uns ganz schön reingebaitet. Ja, ziemlich ordentlich sogar. Aber hat ihm auch nichts genützt. Ne. Erstmal schön eingefroren. Ha, da hilft auch die Unsichtbarkeit nichts mehr. Nope. Wie er am Boden eingefroren ist. Großbildstock. Oh, sogar ein lilanes. Nice, geht's. So, wir können jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade wieder 20 Hearts bekommen. Kann man gleich noch eine Elementarhäufung machen. Sehr passend. Aber Spiel muss ja einem auch mal was gönnen. Jo. Mein Bett schon gestartet. Mal heilen bitte. Grün. Ich steuere auf YouTube auf 10.000 Aufrufe zu. Ja, das hat sich doch gemacht, so allmählich. Ja. Hier dieses Keja Quest Ding hat schon über 7000 Zuschauerminuten. Boah, das ist heftig. 7000. Mittlerweile immer noch so viel geklickt oder ist es ein bisschen abgeflaut jetzt? So, können wir gerade mal gucken. Hat 1840 Aufrufe, 26 magische Bewertungen und in den letzten 48 Stunden 49 mal geklickt. Okay, das ist immer noch ziemlich viel. Das bleibt genauso wie das. Heftig. Und ich weiß einfach nicht warum. Ja, das wird wohl eins der großen Mysterien der Menschheit bleiben. Ja. Ich habe momentan so 100 Aufrufe am Tag. Das ist doch ganz ordentlich. Wo ist er denn? Oh, hier unten. Ja.
Ja, wenn er nicht rumdashen kann, ist er gar nicht mehr so stark. Ne. Meister kommt ja von seinem Ollen rumgezappelt da. Oh, was sehe ich da, ein Goldfisch kommt. Das Gute ist, die Ulti von Klee sieht ihn auf jeden Fall. Nur doch so Zielsuchen ist es bisweilen schon sehr praktisch. Ja, doch, ich bekomme relativ viele blaue tatsächlich. Deswegen habe ich mich vorhin gewundert, weil ab 40 hast du ja meist die blauen bei, oder hatte ich zumindest meist die blauen im Schnitt. Und jetzt so mit 45 droppen dann auch die lilanen relativ häufig mal. Also ich hatte jetzt zum Beispiel von den zwei direkt hintereinander. So, was brauchen wir denn noch? Die Vanilleschoten, oder? Die Vanilleschoten auf jeden Fall. Okay, 9 Stück haben wir von denen. Die 3 kriege ich wahrscheinlich noch hin. Dann können wir die Waffe auch auf 70 machen. So, noch eine Orkanide und ich könnte Xing Q noch hoch machen. Aber wir machen lieber hier die Elementarhäufung. Orkanide kann man Montag oder so machen. Die braucht eh 40 zum Einsammeln. Stimmt. Das kommt noch dazu. Über uns. Hier ist ein Bisasam. Wie es halt wirklich aussieht wie ein Bisasam. Das ist echt so. Das war auch mein erster Gedanke, als ich so einen Dendro-Schleim zum ersten Mal gesehen habe. Genau, das wusste ich. Es steht nicht einfach da so ein Turm rum. Nein, da ist immer eine Kiste drin. Das ist zumindest oft genug der Fall, damit man das direkt annehmen kann. Ja.
So. Dann würde ich sagen, Vanille schon.